Union in der Oberliga Baden-Württemberg wird Ihnen präsentiert von Zartmann, Bodendesign und Fußbodentechnik. Noch ist sie geschlossen, die Medaillenbox mit dem Namen des Schützen, der das Neckarsulmer Tor des Jahres 2016 erzielt hat. Ja, da sind wir wieder und wir schulden euch noch die Auflösung unseres Tor des Jahres 2016, deren Wahl wir erstmals in dieser Saison durchgeführt haben. Zunächst bedanken wir uns bei den zahlreichen Teilnehmern. Unglaublich, diese Resonanz, haben wir nie damit gerechnet, wie viel da teilgenommen haben. Dank euch, und deswegen glaube ich schon, dass wir ein sehr repräsentatives Ergebnis zustande bekommen haben. Aber jetzt wollen wir euch nicht mehr länger auf die Folter spannen. Hier ist das Endergebnis und bald wissen wir, wer hat es erzielt, das Neckarsulmer Tor des Jahres 2016. Hier haben wir das Tor, das auf dem dritten Platz landete. Ja, immer noch unvergesslich, dieser 4.6.2016 Finale Grande gegen Göppingen, und Seba Öztürk tanzt hier die halbe Göppinger Hintermannschaft aus und kommt durch euch gewählt auf den dritten Platz mit diesem Treffer. Herzlichen Glückwunsch, Seba, dritter Platz, Sebaitin Öztürk. So, der dritte Platz ist also vergeben an Seba Öztürk und wir freuen uns auf den zweiten Platz. Und auf diesem zweiten Platz, da landet Philipp Seibold am 31.08.2016. Ein Tor mit 50 Meter Anlauf in Balingen beim Balinger SC. Klasse Tor von unserem Speedy Gonzales. Von Philipp Seibold war der Treffer zum 2:0. Der entstand damals Ende August übrigens 3:0 für die Sportunion. Ja, Philipp Seibold damit auf dem zweiten Platz. So, Platz 3 Seba Öztürk, Platz 2 Philipp Seibold. Ja, da fehlt auch noch was. Richtig, unser Platz 1. Und den könnt ihr euch jetzt begutachten. Und da ist er also, unser Gewinner, der Schütze des Neckarsulmer Tor des Jahres 2016. Und ich glaube, es ist keine große Überraschung, Martin Hess mit diesem unfassbaren Tor. Geschossen am 15.10.2016 gegen den ersten Göppinger SV in der 85. Minute. Und da ist tatsächlich der ganze Pichterich ausgeflippt. Ein unfassbares Tor. Sensationell. Ich glaube, da fehlen die Superlative, um diesen Treffer zu beschreiben. Martin Hess mit deutlichem Vorsprung hat er diese Wahl gewonnen und ist somit erster Neckarsulmer Schütze des Jahres. Herzlichen Glückwunsch an unseren Stürmer. Ja, und wie es sich gehört, huldigen wir Martin Hess, unseren Neckarsulmer Torschützen des Jahres 2016. Herzlichen Glückwunsch. We'll be right back.
Und hier nochmal grafisch das Endergebnis. Auf Platz 3 Sebbah Öztürk mit 10%, Platz 2 Philipp Seibold 11% und Neckarsulmer Torschütze des Jahres 2016 Martin Hess mit 39%. Ja, und da ist sie nun, die Medaille für Martin Hess, und wir haben diese unserem Stürmer dann auch gleich bei der ersten Trainingseinheit im Jahr 2017 übergeben. Warum habe ich das Trikot an? Warum? Wir haben, glaube ich, nur zum ersten Mal, ne, ein Tor des Jahres wählen lassen, ja? Von den Usern, von den Nutzern unserer Homepage. Und da waren ja viele, tolle Tore dabei. Und der Ingo, weiß nicht, was ihn geritten hat, hat mich gefragt, ob ich die Preisverleihung übernehmen würde. Und da habe ich mir, selbstkritisch wie ich bin, habe ich mal gedacht, wenn ich so Preisverleihungen kenne, wenn Cristiano Ronaldo einen Preis kriegt oder so, oder Messi, dann ist das eigentlich so immer von Torjäger zu Torjäger. Dann macht irgendein Ex-Torjäger Preisverleihung, also Ronaldo kriegt den Preis von Messi nicht, aber ja, von Gerd Müller oder wer das immer war oder keine Ahnung, ja. Oder von dem anderen Ronaldo, also irgendwelche Ex-Torjäger übergeben die Preise, und da ich selber so gut wie keine Tore geschossen habe, Traumtore schon gar nicht, habe ich mir gedacht, okay, dann tun wir halt so, als ob, ja, dass wenigstens irgendwo ein bisschen Torjäger-Flair mit dabei ist bei dieser Preisübergabe. Auf den ersten Platz kam ein Duplikat eines Tores. Ja, das ist wirklich so. Ich habe das damals im Stadion gesehen. Ich schätze 1992, 1993 war ich als KSC-Fan in Frankfurt im alten Waldstadion, Eintracht Frankfurt gegen den KSC. Und obwohl ich KSC-Fan war, habe ich trotzdem auch wirklich applaudiert, weil mich das Tor von den Socken gerissen hat damals. Und dieses Mal war wieder so ein ähnliches Tor, und dann durfte ich mal so richtig lauthals mitjubeln. Ihr wisst, glaube ich, alle, welches Tor das war. Welches Tor war das, Schnecke? Welches Tor wurde das Tor des Jahres? Martin Hess. Wieder mal Göppingen. Göppingen ist also meist gewählt irgendwo, ja. Martin, herzlichen Glückwunsch. Du bist der